Der Mini-WM fand am heutigen Donnerstagmorgen einen spektakulären Auftakt auf dem Sportplatz von Westfalia Soest am Aderweg. Die Kindergartenkinder aus Soest und Umgebung waren mit Feuereifer bei der Sache. Die Unterstützung der Fans war ähnlich spektakulär wie bei den großen Stars in Österreich und der Schweiz. Die Europameisterschaft gastiert in Soest. Der Soester Anzeiger richtet die Europameisterschaft der Kindergärten aus. Holger Strohmann, es ist hier großer Fußball zu sehen, oder? Hier ist großer und kleiner Fußball zugleich zu sehen, also großer Fußball geboten von 3- bis 6-Jährigen. Und man kann jetzt schon nach der ersten Stunde sagen, es macht allen Beteiligten Riesenspaß. Und die Beteiligten haben sich richtig Mühe gegeben mit den Trikots, die laufen in Nationalfarben auf, es werden die Hymnen gespielt und es wird angefeuert wie bei den Großen. Es fehlen nur noch die Brasilianer, dass hier Samba getanzt wird, oder? Ja, wir werden natürlich deswegen die Landkarte von Europa nicht umschreiben und Brasilien da irgendwie noch einsortieren. Aber Sie haben vollkommen recht, Brasilien würde hier auch noch einen letzten Farbtupfer dazu verpassen. Aber das, was die anderen hier schon mitgebracht haben, ist einmalig. Da haben zum Beispiel die Kroaten ihre Trikots selber gemalt. Da haben die Portugiesen ihre Nationalhymne dabei. Also die Begeisterung ist wirklich fantastisch und die Idee ist voll übergeschwappt in die 16 Kindergärten, die hier dabei sind. Gut, wer ist denn Favorit? Hat sich schon was abgezeichnet in den ersten Spielen? Kann man schon was sagen? Nein, um Gottes Willen. Wir wollen auch gar keine Favoriten haben. Hier gibt es eigentlich nur einen Favoriten und ich glaube, der hat schon gewonnen. Das ist der Spaß und die Freude an der ganzen Geschichte. Auf die Tore, auf die Ergebnisse kommt es uns hier wirklich nicht an.